In Bad Sülze beginnt morgen das Salzstadt-Festival. Im Untertitel heißt es, das romantische Musik- und Kleinkunstfestival für die ganze Familie. Da gibt es Zauberei, Tanz, Bodypainting, eine Ausstellung und natürlich viel Musik auf drei Bühnen. Die ganz großen Namen sind nicht dabei, aber dafür viele Musiker und Nachwuchstalente aus der Umgebung. Und das macht das Festival erst so richtig reizvoll. Matthias Schümann ist einer Musikerin begegnet, die in Bad Sülze auftreten wird. Eine zierliche junge Frau mit blonder Mähne sitzt am Flügel und singt ein bittersüßes Liebeslied. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich weiß, dass du mich jetzt ein kleines bisschen vermisst. Ein Lied über die Zerbrechlichkeit heißt der Song. Die junge Frau, die ihn singt und auch selber geschrieben hat, heißt Chandra. Ja, das ist ein indischer Name. Meine Eltern hatten irgendwie ein Faible für die indische Kultur oder haben es immer noch und haben mir dann diesen Namen gegeben. Und das habe ich natürlich dann auch gleich benutzt, um ihn als Künstlernamen zu nehmen, weil man das ja nicht so oft hört. Deswegen ist mein Name auch gleichzeitig der Name für die Musik, die wir eben machen. Das Einzige, was zählt, ist, dass du heute Nacht neben mir liegst. Und ja, ist das okay? Es geht voran. Wenn Chandra beim Salzstadtfestival in Bad Sülze die Bühne betritt, dann hat sie ihre vor 3 Jahren gegründete Band mit dabei. Schlagzeug, Gitarre, Bass und Keyboards machen Chandras feinfühlige Lieder zu poppigen Perlen. I can't sleep in this darkness. It's too silent and too cold. Junge Bands wie Chandra aus Rostock sind es, die den Reiz des Salzstadtfestivals in Bad Sülze ausmachen. Weitere Newcomer sind die Yesters, ebenfalls aus Rostock, Admission Reduced aus Bad Doberan oder The Delay aus Greifswald. Zum 3. Mal findet das kleine Festival bereits statt, bei dem es um mehr geht als nur um Musik, sagt Uwe Bobsin. Wir haben von 12 bis 12 Uhr sozusagen 12 Stunden Programm auf 3 Bühnen, halbstündig wechselt das Programm. Wir haben Aktionen für Kinder, Jugendliche und die ganze Familie durch ganz viele Vereine, die mitbeteiligt sind aus dieser Region. Wir haben Künstlerinnen und Künstler, die vorrangig den musikalischen Bereich abdecken, aber auch Artistik, Magie, Comedy, eine bunte Mischung, weil das ist ein Musik- und Kleinkunstfestival. Uwe Bobsin ist der Vorsitzende des Freundeskreises Popkultur in Bad Sülze. Irgendwann entstand einmal die Idee, im Café Wunderbar gleich neben der Kirche Konzerte zu veranstalten. Als diese Reihe mit Erfolg lief, wagten sich die Macher an ein kleines Festival. Eine Akteurin ist auch die Pastorin des Ortes, Petra Boggentin. Das ist überhaupt Sinn unseres ganzen Vereinslebens und auch von der Kirchengemeinde, dass wir Kultur aufs ländliche Gebiet bekommen, wo ja eigentlich wenig sonst an Kultur ebenfalls in diesem Ausmaß zu finden ist. Zu wenig Kultur auf dem Land, das ist ärgerlich für Erwachsene und das ist besonders fatal für junge Leute, sagt Uwe Bobsin. Wir merken immer wieder, dass kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche in ländlichen Regionen sehr schwer ist. Ich kann nicht mal eben schnell in die Musikschule gehen, ich müsste gefahren werden. Und deshalb versuchen wir, Wege zu verkürzen, indem wir Angebote in dieser Region machen, nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder und Jugendliche. Mehr als 70 Jugendliche werden mit eigenen Bühnenshows auf dem Festival vertreten sein. Zwischen all den Newcomern wollten die Macher auf Prominenz aber dann doch nicht ganz verzichten. Und so holten sie sich einen Stargast ins Boot. Es tut so gut, einfach so zu leben, so wie ich bin, wie Gott mich erschuf. Die bekannte Sängerin Joy Fleming und ihre Bands bestimmen das Abendprogramm des diesjährigen Salzstadtfestivals. Im vergangenen Jahr kamen rund 750 Gäste, in diesem Jahr sollen es 1000 werden. Je mehr Gäste, desto besser ist die Atmosphäre. Das weiß nach etlichen Auftritten auch die Rostockerin Chandra. Live ist, glaube ich, einer der schönsten Momente, weil man einfach mit dem Publikum natürlich noch einen ganz anderen Faktor mit dazu bekommt, um zu musizieren. Und in dem Moment geschieht wieder etwas Neues. Wir müssen nicht mehr fallen. Und zwar beim Salzstadtfestival an diesem Wochenende in Bad Sülze mit Unterstützung des Norddeutschen Rundfunks. Der Freundeskreis Popkultur eröffnet das Festival um 12 Uhr mittags. Nun, das Ticket kostet 15 Euro. Und über ein anderes Festival, das auch ein bisschen mit Musik zu tun hat, aber vielmehr doch mit einer langen, handfesten Geschichte, reden wir gleich. Hier ist erstmal Udo.